So, Akademie Intuitive Wissenschaftler, schaut euch die andere Videopräsentation an. Ich möchte jetzt jeden Sonntag immer zwei, drei Mitglieder der Akademie vorstellen. Und zwar eben mit den Fragen, wie sie dazu beitragen für die neue Welt, was fühlen sie in der neuen Welt und was sie glauben, was die Akademie Intuitive Wissenschaftler bewirken kann. Und jetzt würde ich gerne eine Reihe von Themen jedes Mal entwickeln. Nach dem Interview, wenn wir zwei, drei, vier sind, das nächste Thema ist das Thema Strafe, ne? Denn einfach nie behandelt wird. Wir wissen, dass überall in der Welt ein Strafsystem gibt, ne? Man wird bestraft mit Geld, indem man in den Medien fertig gemacht wird oder Gefängnis oder. Und das Thema Strafe, Bestrafung ist nie, oder ich habe es nirgends gesehen, aus der Sicht des Bewusstseins ein bisschen geforscht worden. Ne? Und weil, was ist das eigentlich eine Strafe? Im Grunde genommen, aus der Sicht des Bewusstseins gibt es Karma, wenn man was Böses gemacht hat, das Leben oder die Natur und so weiter, sorgt schon dafür, dass man diese Energien wieder in Gleichgewicht bringt. Aber wie wir jetzt die letzten 2 Jahre gesehen haben, ne, viele Leute haben ihre Macht missbraucht. Ne, so die Gerichte, Politiker, Zeitungen, Polizei, Lehrer, Ärzte. Und die Frage ist natürlich, sollen die dann bestraft werden? Ne? Aus der Sicht des Bewusstseins. Ne? Natürlich viele sagen nein, aber wenn du da was machst, also das Bewusstsein Strafe ist da. Ne? Du wirst bestraft für die kleinste Sache, ne? Wenn du schneller fährst und so weiter. Ne? Und deswegen würde ich gerne ein bisschen in dieses Thema schauen, ob wir zum Beispiel einfach verzeihen können oder Mitgefühl haben. Aber das muss dann natürlich für alle gelten. Ne? Und ob es Rachegefühle gibt für das, was man den Kindern, den Menschen angetan hat, immer noch antut. In Italien muss man Strafe zahlen, ab 50, wenn man ungeimpft ist und so weiter und so weiter. Also das Mysterium ein bisschen Strafe, ein bisschen einfach, wenn wir Sachen erkennen, worum es geht oder wie und was wir machen können, das würde mich natürlich freuen. Okay, Dankeschön, ciao.